die beiden besten, die beiden herausragenden Mannschaften. Und ich bin sicher, die werden uns auch heute noch mal begeistern. Es wird ein Fußballfest. Das letzte Auswärtsspiel konnte sie gewinnen. So wird es auch heute aussehen. Nicht nur den Trainer hat das 4:0 begeistert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es heute ähnlich läuft. Und jetzt geht's hier los. In diesem Spiel, dem wir alle so entgegengefiebert haben, in dieser spannenden WM-Partie. Und mal sehen, wer den besseren Start erwischt. Das ist die brasilianische Aufstellung. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also Sie wollen das Spiel breit machen. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Draxler. Draxler, super gemacht. Guter Steilpass. Reus, was macht er draus? Werner, die Führung. Und jetzt geht das Finale erst richtig los. Jetzt Deutschland vorne, sieht gut aus. Oh, Marcelo. Chance. Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Hector. Oh, Marco Reus. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Es gibt Einwurf für Brasilien. Coutinho. Defensivbasis gut. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Thomas Müller jetzt. Und jetzt Fernandinho. Neymar auf dem Flügel. Und Reus. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Nach wie vor lebt diese Chance. Er zieht ab. Den Eckstoß tritt Toni Kroos. Kroos mit der Reingabe. So, erstmal geklärt, alles mit der Reingabe. Alles klar. Der Spieler wirft sich in den Schuss. Nun Mats Hummels. Und da wird kein Tor raus. Der Torwart hat ihn. Alles klar, ein Wagen mit C. 7:1, Buschi. Ein Ergebnis, wie man es nicht allzu oft erlebt im Fußball, aber wenn, dann ist es einprägsam. So wie auch im WM-Halbfinale im Heimatland. Brasilien gegen Deutschland. Das tat weh. Oder gut? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also es tut den Brasilianern auch heute noch weh, wie sie damals gegen die deutsche Mannschaft untergegangen sind. Du hast schon angesprochen, im eigenen Stadion. Aber es war zum einen eine Sternstunde für den deutschen Fußball. Eine super gemacht vom Torwart. Klar, dass sie die Führung ausbauen wollen. Ja, jetzt gibt es Eckball, gute Möglichkeit also. Boateng! Und den müssen sie jetzt abhaken. Ja, kein guter Kopfball. Harmlos. Müller, klasse! Jetzt vielleicht. Werner! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das 2:0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Casemiro. Gabriel Jesus. Wird das jetzt was für Brasilien? Vor Bayern Boateng, können sie verkürzen? Der tut dazwischen, weg ist der Ball. Müller.
und Fernandinho. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Jetzt kann es was geben, Neymar mit dem Ball. Fernandinho jetzt am Ball. Neymar. Gabriel Jesus. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Gabriel Jesus! Coutinho! Dann Gabriel Jesus! Das gibt Ecke für Brasilien. Nichts gibt's. Ein schwacher Ball. Nun Coutinho. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Wir wissen noch nicht, was Durchgang 2 in diesem WM-Finale bringen wird. Finale, Durchgang 2, weiter geht's. Riesenstimmung nach wie vor und das ist wirklich ein tolles Endspiel bislang hier. Ich glaube, da ist niemand enttäuscht. Werner. Jetzt die deutsche Mannschaft. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Und nun Fernandinho. Und Miranda. Casemiro. Wird's jetzt gefährlich? Fängt diesen Ball ab. Da verlieren sie den Ball. Gabriel Jesus. Nur Neymar. Ja, abgefangen, dieser Pass von Neymar. Nun Fernandinho. Super dazwischen gegangen. Jetzt wird's gefährlich. Da setzt er sich gut durch. Der Ball zu Müller. Gute Hereingabe. Schön, was machen Sie daraus? Timo Werner. Gabriel Jesus. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, Marco Reus. Ballverlust. Gabriel Jesus. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Nun Thiago Silva. Guter Ball nach draußen. Nicht gut vom Verteidiger. Und irgendwie hält er ihn. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Ecke Coutinho. Da können sie erstmal klären. Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Nee. Der Schuss war nix. Viel zu groß die Distanz und dann natürlich auch nicht präzise. Jetzt vielleicht. Was für Chance. Gabriel Jesus. Nehmen Sie aufpassen. Was für Tor. Jetzt muss ich aufpassen. 2-1, hier ist noch alles drin. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Und den spielt er gleich wieder zurück. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Angriff Brasilien. Ja, Coutinho, super Pass. Da kommt der Schuss. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Es gibt Ecke, vielleicht eine gute Chance auf den Ausgleich. Coutinho, da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Geht er rein? Reus. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht, der hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt.
Einwurf Brasilien. Nun Thiago Silva. Roberto Firmino. Der Vorsprung ist knapp, aber die Zeit läuft für sie. Jetzt müssen sie das Ding hier irgendwie über die Zeit bringen. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ja, der ist Platz jetzt. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Er zieht ab. Scheiße. Und jetzt alles drin hier im Finale. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Hector. Draxler. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Nur noch wenige Minuten und nach diesem Foul bekommen sie vielleicht noch mal eine gute Chance. Mein lieber Mann, mehr Unterstützung von den Rängen kann es ja fast nicht geben. Sie stehen zu 100% hinter ihrer Mannschaft. Ganz, ganz große Klasse, die Fans. Eine Wahnsinnsatmosphäre. Es geht los, die Verlängerung läuft. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Kimmich. Kedira. Jetzt Marco Reus. Er versucht's. Jawohl. Marco Reus macht das Tor für die deutsche Mannschaft. Riesen. Jubel, Riesenbegeisterung. Das hat er drauf, da hat er wieder mal gezeigt, wie gut er ist. Brasilien im Rückstand. Wie reagiert das Team jetzt? Paulinho. Roberto Firmino. Wird das seine Torchance? Er lässt den Gegner stehen. Und dann ist der Ball wieder weg. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Werner. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Wartet erstmal ab. Vielleicht kann jetzt was entstehen. Werner. Und hier nochmal diese verunglückte Aktion. Da hat ja wirklich gar nichts gepasst. Echt, das stimmt. Den haut er mal deutlich daneben. Draxler, super gemacht. Reus, was macht er draus? Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Ah, den hätte er besser platzieren müssen. Casemiro. Paulinho. Nun Firmino. Wird das jetzt was für Brasilien? Flanke bleibt hängen. Die Ecke muss gut kommen. Das könnte die letzte Chance sein, hier doch noch auf Unentschieden zu stellen. Ecke Coutinho. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. So, einen Durchgang haben wir da. Und nochmal 15 Minuten, die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Da geht er vorbei. Und jetzt Brasilien. Coutinho mit der Riesenchance. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Thiago Silva. Abseits von Coutinho. Acht Minuten noch. Dani Alves jetzt am Ball. Der Ball soll er jetzt zu Coutinho. Und das ist der Ballverlust. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose haben. Tolles Zuspiel. Reus! Reus, das ist die Chance! Tolle Parade! Ja, wir haben fast die Entscheidung gehabt in diesem Spiel, aber jetzt bleibt spannend weiter bei dieser knappen Führung. Jerome Boateng!
Aber es war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Marco Reus am Ball. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zu mit. Martin! Druck zu groß. Er kann die Chance hier leider nicht nutzen. Er weiß garantiert selbst, dass er das viel besser kann. Es wäre natürlich wichtig gewesen. Es ist unvorstellbar. Nach 54, 74, 90, 2014, ist der Weltmeister auf 2018 Deutschland. Und das ist wirklich, ich kann nicht mehr. Ich sag's dir, Wolf, ich kann nicht mehr. Es ist, um noch eine Statistik oben drauf zu setzen, zum ersten Mal, dass die deutsche Mannschaft den Weltmeistertitel verteidigen kann. Also nach 2014, du hast es angesprochen, auf 2018. Ach, ist alles egal. Hoch die Tassen, Deutschland ist Weltmeister. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, Roger, aber ich sehe diese Bilder unwahrscheinlich. So, zum Abschluss dieses Turniers, es geht hoch. Erst müssen alle am Pokal vorbei. Und dann, ganz am Ende, kommt der Captain, der das gute Stück dann in die Hand bekommt. Ja, das ist ein Gänsehautmoment. Und guck mal, wie die kleinen Kinder, vielleicht realisieren sie so langsam, dass sie das Ding geholt haben. Und jetzt ist es soweit. Hoch das Ding. Das ist der Moment im Leben eines Fußballers. Und da ist dir übrigens auch Konfetti, Lametta und sonst was egal. Du weißt in dem Moment, du hast was ganz Großes geschafft. Du bist es. Und du hast es. Und du gehörst zu den ganz, ganz Großen dieses Sports. Und wir wissen natürlich auch, dass die Fans hier eine enorm wichtige Rolle gespielt haben. Wir haben das nicht nur von den Spielern, wir haben das im Laufe der vergangenen Woche auch immer wieder vom Trainer gehört, der nicht müde wurde, zu betonen, hey, wir brauchen euch da draußen, um das hier zu packen, um den Titel zu holen. Weltmeister 2018. Diesen Titel kann diesen Jungs keiner mehr nehmen. Nee, und immer wieder schöne Bilder, wenn wir hier die Freude sehen, den gemeinsamen Jubel mit den Fans. Super gemacht, guter Steilpass. Reus, was macht er draus? Werner, die Führung! Und jetzt geht das Finale erst richtig los. 7:1.